Hallo zusammen, salve a tutti. Da ist er wieder. Viel schneller als erwartet. Dank hervorragenden Ärzten in der Uniklinik Bonn am Venusberg. Ich habe gedacht, es dauert länger. Ich bin wieder zu Hause. Ich darf nicht zu lang sitzen. Ich darf nicht zu lang stehen. Ich soll am besten gar nicht vor dem Computer. Aber heute Abend hatte ich Lust drauf. Also, wenn einer was in Richtung Mikrochirurgie oder Lymphe hat, kann ich die Uniklinik in Bonn wirklich nur empfehlen. Weltklasse. Ich habe noch nie so ein OP gesehen. Also dagegen sind meine Bildschirme, die ich hier habe, und die sind schon ziemlich groß, die sind Miniaturausgaben. Sensationell. Also vielen Dank. Ich weiß, die hören ein bisschen zu. Habt ihr sehr, sehr gut gemacht. Besten Dank dafür. So, aber jetzt geht es nicht um mich, jetzt geht es hier um das Gold. Das ist der etwas längere Trend vom August letzten Jahres. Entschuldigung, muss ich schon sagen, vorletzten Jahres, da muss ich mich noch dran gewöhnen. Also von 2020, da waren wir über der 2000. Das ist eigentlich kein schöner Trend, weil der hat nur zwei Berührungspunkte. Aber das ist hier so ein schönes Knäuel, deswegen habe ich den akzeptiert. Jetzt hole ich es mal ein bisschen näher dran. Für mich ist das hier, was das Gold macht, so ein richtig schönes Rounding Bottom. Gefällt mir gut. Wir handeln über der 200-Tage-Linie. Wir sind in der Nähe von dieser recht wichtigen Marke von der 1830-34. Und wir haben jetzt hier diesen langen Downtrend. Momentan bei 1844. Auf den ersten Blick darf mir nicht gefallen, dass wir hier ein ganz frisches Verkaufssignal der Stochastik haben. Aber wenn wir es schaffen, mit dem Gold hier drüber zu gehen, idealerweise sogar noch hier drüber, so in den Bereich 1850 rein, ist das hier Makulatur und aus dem kann sich sowas hier entwickeln. Ja, angetäuscht und wieder hoch, angetäuscht und wieder hoch. Das macht das Gold ganz gerne. Hier haben wir es auch nochmal. Ich finde das ganz interessant, muss ich wirklich sagen. Wie gesagt, für mich ist das hier ein Rounding Bottom. Wir sind über der 200-Tage-Linie. Wir haben zwar heute einen Hammer von der Figur her, aber das hier ist eher ein Hammer. Der ist zu nah an den anderen Kursen dran. Nichtsdestotrotz, wir sind deutlich herunter auf die 18,05 und wir sind jetzt hier momentan bei der 18,17. Ich schaue gerade eben 18, ja 18,16. Irgendwas passiert da. Es bereitet was vor. Die Bänder sind auch relativ eng und das obere Band verbindet sich eben mit diesem horizontalen Widerstand hier. Aber ich glaube, da passiert was. Ich habe euch Scheine mitgebracht. Und hier steht auch schon Silber drauf, weil ich mache halt auch mal Silber von den Goldscheinen. Habe ich einen 1754er Call, das ist hier in diesem Bereich. Man kann auch hier drunter gehen, aber das wollte ich jetzt nicht machen, weil das ist dann doch, das ist schon riskant. Das ist ein 29er Hebelsding. GX2K6M, Open-End-Schein von Goldman. Ich nehme da jetzt auch schon welche rein. Allerdings so Richtung Schnüffelstücke. 10, 20% dessen, was ich haben will. Also nicht das volle Size ausfahren. Weil, wenn wir hier drunter gehen sollten, und das ist die 1782, dann kann er auch mal hier in diesem Bereich runterrutschen. Deswegen habe ich also ganz bewusst einen genommen, der hier drunter liegt, dass ich das auch ein bisschen aushalten kann. Aber mir gefällt es, eine Initialzündung wird es geben über der 18:30-34. Schlusskurs, abends 22 Uhr. Von dem Putz her habe ich einen genommen, der hier in diesem Bereich liegt. 1883. Ja? Für den Fall, dass wir das hier nicht schaffen und unter die 200-Tage-Linie oder insbesondere hier unter diesem Bereich hier gehen, 1885. Da kaufe ich mir aber jetzt erstmal nichts. Das ist ein 26er Hebel, die GX4 T6L. Wer den macht, muss ihn aber stoppen. Und ich hoffe, dafür reicht dann die Zeit, wenn wir hier über die 1847 gehen. Dann muss er den stoppen. So, jetzt merkt euch das nochmal. Wir sind hier vom Gold her über der 200-Tage-Linie. So, und jetzt gehen wir hier mal zum Silber. Das Silber hat noch einen ganz schön langen Weg zur 200-Tage-Linie. Und ungefähr da liegt auch der Downtrend, den wir haben seit dem 18.05.21. Der hat schon mehrere Berührungspunkte. So, der eine oder andere wieder fragt, warum nimmst du nicht oben an den Dochten? Ich bin der Meinung, dass bei den Aktien hat das genauso, dass hier bei der Tageseröffnung geht mehr um als da oben. Deswegen nehme ich bevorzugt Tageseröffnung oder Tagesschlusskurse. Aber es ist eine Geschmackssache. Ja, es ändert sich hier hinten nicht allzu viel. Was mir ganz gut gefällt beim Silber, ich hole das hier mal in die Mitte rein, ist, dass wir haben hier von dieser Ausgangslase, von dem Hammer, auch gleichzeitig einen Doppelboden im Bereich 21,38.
sind wir schön hoch auf 23,5, haben gut reagiert, haben das letzte Low nicht unterboten. Das ist ein Stabilisierungsansatz. So, und jetzt heute überbieten wir schon mit dieser großen, fetten Kerze, überbieten wir hier schon diesen ganzen Bereich wieder. Rein vom Chart her ist das jetzt hier, beziehungsweise die 200-Tage-Linie, ist der nächste Widerstand. Und das ist für Silber eine schöne Reise. Das wären nochmal rund 2 Dollar. Also mir gefällt das Silber wirklich ganz gut. Und da habe ich diese Scheine hier. Das eine ist ein Knockout mit der Basis 21,5. Da sind wir hier in diesem Bereich. Man kann auch näher rangehen. Hier knapp unter die 22, aber ich habe jetzt für diesen Film habe ich den 21,5er genommen. Das ist nur ein Hebel von 9. Und der DK-Nummer GX4UW3. Und hier mache ich es genauso. Ich nehme da auf jeden Fall eine Schnüffelstückposition rein. Ich möchte den Markt fühlen. Ich will schauen, wie der es bewegt. Heute war es so, dass wir erst zur Mittagszeit hochgestiegen sind. Das war auf einmal so ein richtig schönes Gap, so richtig hochgeknallt. Ich habe auch einen Put. 24,83, da sind wir hier. Ich nehme das mal hier gerade ein bisschen runter. Da sind wir hier in diesem Bereich. Da, hinter der 200-Tage-Linie. Das gilt für mich allerdings erst, wenn wir diese große Kerze hier, diesen Bereich von 22,77, damit auch die 20-Tage-Linie, wenn wir den mit Schlusskurs unterbieten, dann kommt der erst zum Zug. Das ist ein 15er Hebel mit der Kennnummer GX4TN2. Ich gebe dem Silber allerdings sogar noch mehr Chancen als dem Gold. Mir gefällt es eigentlich ganz gut, es hat mir schönes Potenzial. Also gefällt mir gut, mag ich gerne, muss ich irgendwie meine Finger drin haben. So, ich weiß jetzt nicht, ob ich das morgen schaffe. Ja, das ist echt tagesformabhängig. Jetzt heute hier geht's mal, aber ich kann jetzt hier auch nicht eine Stunde sitzen. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.